Okay. Hallo, liebe Larash-Fans. Neben mir ein etwas unbekannteres Gesicht, aber trotzdem von internationaler Klasse, Karl Domann, Geher, Fünfter bei der EM 2018 in Berlin. Grüß dich, Karl. Ja, hallo. Wer sich hier fragt, wo wir hier gerade sind, wir sind im IAT, so ein bisschen steriler Raum, den wir hier gefunden haben. Aber gut, dafür haben wir es ruhig und hören keine ungünstigen Geräusche, sondern können hier ganz in Ruhe das Interview führen. Ja? Also viel Spaß damit. Wir werden Karl so ein bisschen über sein Training erstmal befragen, wie er jetzt das Jahr gefunden hat. Und dann natürlich Highlight Richtung 2019, die WM. Aber beginnen wir doch erstmal hier direkt mit dem IAT heute. Leistungsbestimmung, was lief heute genau hier ab? Ja, genau. Also wir sind seit gestern Nachmittag hier. Wir machen hier eben sozusagen die medizinische Grunduntersuchung einmal für das Jahr. Dann haben wir gestern einen Krafttest gemacht und jetzt heute war eben, oder jetzt läuft ja gerade noch der Laufbahntest. Also da machen wir 4x3 Kilometer mit gesteigerter Geschwindigkeit. Also angefangen mit 3,4 Meter pro Sekunde bis zu 4 Meter pro Sekunde. Genau, und da wird eben Laktat und Puls genommen, um einfach zu sehen, wie jetzt so die zum Beginn der Saison so die Leistungsstand gerade ist. Ja. Jetzt war da hier wirklich die komplette Geo-Nationalteam, zumindest bei den Männern da. Was war mit den Frauen heute? Ja, gut, die Theresa war da. Ja, Saskia ist jetzt halt einfach durchs Studium sehr eingespannt und Emilia ja auch. Deshalb waren die beiden jetzt gerade nicht da, aber ich meine, also im Laufe der Saison jetzt gerade im Herbst ist es einfach so, dass halt mal der eine oder die andere dann mal irgendwie beruflich oder ausbildungstechnisch irgendwie eingespannt ist. Deshalb ist es schwer, immer alle zusammenzukriegen, aber es sind die meisten jetzt schon da. Okay, ja, also wie gesagt, Hagen Pohle, Nils Brembach war nicht da, aber Christopher Linke und so weiter, also alle hier gesehen. Was hat der Test heute gebracht? Ist es die EM-Form noch von 2018? Nein, das hätte mich jetzt auch gewundert. Also ich habe nach der EM eine längere Pause gemacht, weil die nächste Saison wird halt sehr, sehr lang mit der WM erst Ende September. Deshalb haben wir jetzt auch wirklich bewusst einfach lange pausiert und dann im Oktober so langsam wieder angefangen, aber Anfang November erst richtig nach Trainingsplan. Deshalb war jetzt zu erwarten, dass jetzt die EM-Form noch nicht da ist. Aber ja, also sag mal so, für die Jahreszeit, für das, was ich bisher gemacht habe, bin ich schon sehr zufrieden. Also ich habe alle Stufen geschafft. Die Werte sind auch ganz in Ordnung für die Jahreszeit. Deshalb kann man gut drauf aufbauen. Kannst du da mal einen genaueren Einblick geben, was die Werte sagen und wie genau der Test aufgebaut ist? Ja, also der Test ist halt aufgebaut, dass man halt immer 3 Kilometer die Belastung hat, dann 1 Minute Pause und da wird dann der Laktat genommen. Ja, Pulswerte gingen bei mir in der letzten Stufe so an die 185 ungefähr, also 180 bis 185. Das ist ganz okay. Also ich habe tendenziell eher hohen Puls und niedriges Laktat. Also der Laktat war jetzt irgendwie 3,3 oder sowas. Vielleicht 3,4. Also das ist mal für meine Verhältnisse ist das schon hoher Laktat, aber jetzt auch nicht überhoch. Also ich meine, 4,0 ist ja schon eine hohe Geschwindigkeit. Ich meine, das ist immerhin 3 Kilometer in 12,30. Das ist im Gehen schon schnell. Also deshalb eigentlich alles im grünen Bereich. Und was ist deine Wettkampfgeschwindigkeit jetzt so gerade über die 50 Kilometer? Genau, also 50 Kilometer Wettkampfgeschwindigkeit ist 4,30 Tempo, also das wäre dann meine Bestzeit. In Berlin waren es 4,36 Tempo wegen der extremen Hitze, konnte man halt nicht die ganzen großen Geschwindigkeiten da gehen. Das heißt, bei dem Test sind jetzt die letzten zwei Stufen sozusagen schneller als Wettkampfgeschwindigkeit. Das ist ja schon ordentlich, 4,30 über 50 Kilometer. Bestzeit liegt, glaube ich, bei dir bei 3,57, ne? 3,47, Entschuldigung, so in den Richter? 3,45, genau. Ich bin London 3,45 gegangen. 3,47 ist dann meine zweitbeste Zeit, die ist von 2016. Ja. Und was sagst du? Ich glaube, der Weltrekord liegt bei 3,33, ne? Momentan? 3,32, okay. Genau. Der ist ja doch schon noch ein Stück weg. Was traust du dir noch zu? Ja, also ich habe natürlich vor, mich noch zu verbessern um ein paar Minuten, wenn es natürlich möglich ist. Also klar, also ich werde versuchen natürlich langfristig so Richtung 3,40 zu gehen, ist aber ein langer und harter Weg und sag mal, es ist jetzt auch nicht unbedingt erwartbar, dass ich 2019 jetzt schon eine riesen Steigerung schaffen werde, weil jetzt einfach im Vordergrund steht eben die WM in Katar, wo es einfach wieder große Hitze zu erwarten sein wird. Aber langfristig ist natürlich mein Ziel, mich auch weiter zu verbessern. Weltrekord 3,32, gut, der ist jetzt halt wirklich astronomische Höhen. Johann Diniz ist die ja gegangen
Und aber nach ihm gibt es eigentlich keinen, der in dem Bereich schon mal vorgestoßen ist. Das heißt, also wenn man Richtung 340 ist, ist man schon ziemlich gut dabei. Ja. Ich gucke mal ganz kurz hier nach dem. Genau, so ist noch gut. Stichwort noch WM Katar. Ja, ich glaube, euer Wettkampf findet am 4. Oktober statt. Es startet sehr spät abends. Hat das Spiel das schon eine konkrete Rolle bei dir in deinen Planungsspielen und Trainingssteuerungsabläufen? Also unser Wettkampf ist ein bisschen früher, also am Anfang Oktober sind die 20 Kilometer. Unser ist schon, also in Anführungszeichen schon Ende September, ich glaube 28. Ja, also klar, also dieser späte Zeitpunkt spielt halt schon eine Rolle, dass wir halt die Saison ein bisschen länger aufbauen, dass wir dann halt auch nach dem Europacup im Mai, dass wir dann auch einfach nochmal eine längere Periode haben, wo wir wirklich nochmal Grundlagentraining machen werden. Und ja, die späte Startzeit, da haben wir schon viel hin und her überlegt, wie wir dann das direkt davor gestalten. Aber sag mal, dass man halt irgendwo hinfährt, fliegt, wo man dann, wo es dann, also nach Amerika zum Beispiel, wo es dann mittags ist, das Problem ist dann halt einfach die Anreise. Man muss ja dann sehr kurzfristig anreisen und das ist dann halt einfach vom Flug schwer realisierbar. Deshalb wird es nicht möglich sein, sich optimal auf die Zeit vorzubereiten. Man kann sich immer nur so rantasten. Ja. Aber ich meine, das Problem werden ja alle haben. Also es wird ein sehr, sehr interessanter Wettkampf, weil das wirklich neue Herausforderungen stellt, die es bisher einfach noch nicht gab. Deshalb muss man einfach dann sehen, wie man dann damit klarkommt. Ja. Ich meine, das ist ja auch, ich glaube, das Stadion, das wird auf 21 Grad irgendwie runtergekühlt werden. Ihr müsst natürlich außerhalb laufen und startet relativ spät. Aber was ich ganz interessant fand, den Gedanken, dass, wann, weißt du die Startzeit nochmal so ungefähr? 23.30 Uhr. Ist ja irre. Aber dann, und das ist ja eine deutsche Zeit, müsste 21.30 Uhr sein, ne? Ich glaube, zwei Stunden ist hier. Ich glaube, 22.30 Uhr nach Sommerzeit, ja. Okay, na dann, also könnten die Zuschauer sich wahrscheinlich, weil es keine Leichtathletik im Stadion mehr geben wird, wird wahrscheinlich der 50 Kilometer Gehweg-Wettbewerb sehr nachtfreundlich übertragen. Ja, genau, also ja, genau, das wäre natürlich, es ist halt schwer zu sagen, weil es glaube ich Samstag auf Sonntag ist, das ist dann 22.30 Uhr, ja, das ist, wird man natürlich sehen, ob das, also es wäre natürlich, schon gut, wenn man da viel übertragen wird, aber das muss man dann sehen und wie viele das dann auch wirklich sehen. Aber andererseits, ich meine, so Samstagabend sind ja viele dann auch mal länger wach, die dann vielleicht dann auch mal abends spät heimkommen und dann nochmal einschalten, dann gehen sehen. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar mehr Zuschauer auf dem Wege. Das wäre schön, gerade so die letzten Kilometer und vielleicht auch dann mit dem Top-Resultat. Gehen wir nochmal in die unmittelbare Planung von euch. Ihr wollt als nächstes in das Trainingslager nach Balderschwang aufbrechen. Ja, jetzt liegt es natürlich gerade mit der Schneesituation, sieht noch nicht so gut aus, aber was macht ihr da immer? Also ich werde jetzt zum ersten Mal dabei sein, deshalb weiß es jetzt halt noch nicht aus Erfahrung, nur halt so vom Hören sagen. Runde halt Vormittag Skifahren, sofern es halt geht, muss man jetzt halt ein bisschen abwarten, wie das mit dem Schnee ist. Aber wir werden schon auch regelmäßig gehen, also gehen, laufen, Skifahren, ist uns auch viel Krafttraining, ist eigentlich alles so dabei, auch Koppeleinheiten, wie ich gehört habe. Das heißt, also wir schauen halt, dass wir halt ein bisschen alternativ trainieren, aber jetzt aus dem Gehen auch nicht ganz rauskommen. Ich als Langläufer oder Ex-Langläufer muss natürlich die Frage stellen, eher klassisch oder Skating? Ich nehme an klassisch, ja? Ja, klassisches Skilanglauf, genau. Ja, also es ist eigentlich ganz gut, weil es von der Bewegung dem Gehen gar nicht so unähnlich ist. Nur eben auf Skiern, aber ich denke, es ist halt so für die Körperspannung, ist es eigentlich ein ganz guter Reiz, den man dann zusätzlich setzen kann. Und Skating gar nicht. Kannst du es? Also ich kann ehrlich gesagt überhaupt in keiner Weise Skifahren. Ich bin als dieses klassische Skilanglauf, ich habe, als ich 14 war oder so, habe ich mal zweimal da auf den Brettern gestanden, aber es war es dann auch. Also die ersten Tage werde ich schon Probleme mit der Technik haben, überhaupt nicht auf den Beinen zu halten. Aber gut, ich meine letztendlich, mit welchem Niveau man auch immer da anreist, es geht ja letztendlich um die Reize, die man setzt. Bin gespannt dann auf die Erfahrung. Und wie geht es dann nach Weihnachten und dann im neuen Jahr für dich weiter? Also das nächste Trainingslager ist dann schon relativ bald danach, also am 7. Januar geht es dann nach Südafrika und das heißt, dazwischen sind ja dann im Grunde nur so 2-3 Wochen, wo man dann halt nochmal ein bisschen zum einen natürlich Weihnachten feiert und Neujahr, aber zum anderen halt auch noch natürlich im Training dann nochmal ein bisschen ein paar härtere Einheiten einstreut und dann Südafrika ist dann bis zum 1. Februar, sagen wir mal, Grundlagentraining in der Höhe, wo man dann sozusagen die Saison schon mal
ausdauermäßig dann richtig vorbereitet. Ja. Okay, also ich glaube, da haben wir jetzt erstmal einen ganz guten Einblick bekommen. Es passiert eine ganze Menge. Ihr seid viel unterwegs die nächsten Tage und Wochen. Eine Frage noch. Du hattest eingangs gesagt, du bist jetzt fertig mit deinem Studium. Eine Frage, was hast du studiert und was machst du jetzt aktuell? Genau. Also ich habe erst Geschichte mit Nebenfach Soziologie studiert und habe jetzt zuletzt aber einen Bachelor in VWL gemacht. Also ich habe sozusagen zwei Bachelor jetzt, kein Master, aber zwei Bachelor gemacht. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. Und ich bin jetzt seit Oktober, fange ich jetzt an, freier Journalist zu werden. Ich wohne ja in Freiburg und da bleibe ich auch weiter wohnen. Und es ist jetzt halt einfach so, dass halt für Zeitungen in der Region, aber auch dann im Internet will ich dann auch ein bisschen aktiver werden, dass ich dann einfach Artikel schreibe, so wie es einfach sich anbietet. Also relativ breit vom Themenspektrum, auch über Sport, aber halt auch über andere Themen. Dass ich dann halt einfach Vereinbarkeit halt mit dem Training, mit den ganzen Trainingslagern halt da schaue, dass ich da schon einen Fuß fasse. Ja. Und also bist du jetzt hauptsächlich dann auf den journalistischen Trip, sage ich mal, unterwegs? Wie ist sonst so die Absicherung, um den Sport so auszuführen? Du bist jetzt Perspektivkader geworden, ne? Was heißt das dann nochmal konkret für dich? Ja, Perspektivkader ist im Grunde so vom Prinzip so ähnlich wie der ehemalige B-Kader. Das heißt jetzt, die Grundförderung von der Sporthilfe sind aktuell 300 Euro. Vielleicht wird sie erhöht, das vielleicht auch nicht, das muss man halt abwarten. Das ist sozusagen die Grundförderung. Es gibt wenige, die jetzt wirklich viel mehr bekommen aus dem Perspektivkader. Also, olympischer Kader, das sind halt die dann auch besser gefördert werden, aber da muss man halt eben schon WM Top 8 oder EM Medaille, Top 3 sein. Und das ist jetzt aus dem GR-Kader im Moment leider keiner, auch wenn wir relativ nah dran sind. Das heißt, wir müssen jetzt, mit relativ geringem Budget und halt halt schauen, dass man halt so über verschiedene Wege sich finanziert, halt zurechtkommt. Also halt Grundförderung, dann halt verdiene ich mir halt ein bisschen was dazu. Sponsoren versuchen wir mal welche zu kriegen. Das ist im Gehen halt leider schwierig, weil halt die Aufmerksamkeit nicht so groß ist und wir jetzt halt auch nicht bei so vielen Wettkämpfen dabei sind, die jetzt viel Beachtung finden. Aber da versuchen wir halt auch mal mehr auf uns aufmerksam zu machen, dass wir vielleicht auch mal ein paar Sponsoren gewinnen. Also ich sagte das, oder wir haben es vielleicht angewöhnt, dass ich jetzt immer am Ende des Interviews die Sponsoren ja direkt auch auffordere. Ja. Hier gibt es wunderbare Athleten, Europameisterschaftsfünfter, wirklich international Top-10-Platzierung en masse abgeliefert in den letzten Jahren. Also wenn ihr euch da bereit fühlt, hier Spitzensport zu fördern und die Athleten also da zu unterstützen, also der Weg ist kurz, ist nicht weit. Meldet euch, ja? Okay, also in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Schritte, für die nächsten Trainingslager und so weiter. Wir werden uns sicherlich dann im nächsten Jahr wieder hören oder irgendwie, wenn du schreibst und so weiter, wirst du bestimmt jetzt auch mal das eine oder andere mehr verfassen. Also vielen Dank für das Interview. Schön, dass wir uns heute hier gesehen haben und auf bald, ja? Vielen Dank, danke.